Und weiter geht's mit einer Folge hier in A New World. Heute schön mit dem Bogen unterwegs und wir sind quasi auf der Jagd nach, ja, diesen exotischen Hirschen hier. Funkelhirschbulle. Alter, was für prächtige Viecher, die hier rumrennen. Funkelhirschbullen, die auch das Würtholz droppen und die jagen wir, beziehungsweise wir schauen einfach mal, wie wir hier aus diesen Hirschbullen das Maximum an Gold rausholen. Also verfolgen wir den Hirschbullen mal ein wenig. Wir sind hier in einer Area, wo die Wölfe, diese Hunde hier rumrennen, aber eben auch die Hirschbullen. Und wir suchen speziell die Hirschbullen und verfolgen sie. Denn diese Hirschbullen sammeln quasi Seelenessenz und verarbeiten sie innerlich, wie das halt so durch so ein Tier durchgeht. Und nach einer gewissen Zeit, wenn sie hier so rumrennen und ihre Seelenessenz eingesammelt haben, dann lassen sie die halt schon mal fallen. Wie Tiere halt so Sachen fallen lassen. So, da müssen wir halt so ein bisschen hinterher und gucken, wann denn dieser magische Moment passiert. Wann dem Tier quasi was entfällt. Und ja, ich sag mal, nachts ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann leuchtet es vielleicht ein bisschen mehr. Oha, jetzt kreuzt es hier den Bär. Den umgehen wir mal eben. Ich hoffe, wir verpassen den Moment nicht. Denn wenn es gleich soweit ist, müssen wir auch recht schnell sein und direkt dahin. Denn diese Seelenessenz, die da droppt, die ist nicht so lange da. Die ist nicht so stabil. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Ding auch direkt wieder. Und es sind manchmal so, ja, so Andeutungen irgendwie nur. Also den, dann tut der, oder er tut so als ob, und dann geht man da hin und denkt sich so, jetzt, und dann liegt dann da doch nichts. Gucken wir mal, ich verfolge den mal so ein bisschen noch. Und dann gucken wir mal, wann es passiert. Es ist auch so eine kleine Animation dahinter. Ich hatte hier schon die Grafik mal wieder ganz runtergestellt. Man sieht es da hinten, da wird es sehr kahl in dem Bereich. Das heißt, da ist jetzt gerade nichts an Pflanzen zu sehen. Aber wenn man so auf nah ist, dann ist ja eh wieder alles an Pflanzen da. So, und die Situation ist eigentlich gar nicht so gut. Also die verhaken sich schon mal hier in diesen Bäumen. Ich versuche, die mal rauszuscheuchen. Angreifen sollte man ihn eigentlich nicht. Den Hirsch verscheuchen sollte man ihn eigentlich auch nicht so regelrecht. Wenn er so auf der Flucht ist, ist es gar nicht gut. Aber jetzt hängt er... Ah, okay, er dreht wieder. Wenn er halt da drin hängt, in diesen Astgabeln, das passiert häufiger mal, muss man halt gucken, dass er echt irgendwie... versuchen, ihn da rauszuschicken. Weil da drin, man kommt dann halt nicht dran. Dann bleibt er da drauf stehen. Auf seiner Seelenessenz. Und dann hat man das Malheur. Und dann despawnt das halt auch ratzfatz wieder. So, jetzt rennen wir schon eine ganze Weile hinterher. Es kann ein paar Minuten dauern. Ich habe mir noch nicht mal bisher einen Timer gestellt, wie lange es her ist. Beim letzten Mal, hier waren auch gerade eben zwei von den Hirschen. Das war natürlich praktisch. Da konnte ich schön zwei Stück verfolgen. Oder zumindest mal im Blick behalten die ganze Zeit. Und ich habe mittlerweile, wie viel habe ich? Da haben wir es. Quintessenz der Seelen. Also davon jetzt mittlerweile 10 Stück auch schon zusammen. Und so langsam würde ich sagen, vom Rhythmus her könnte man so langsam wieder. 5-6 Minuten sind es auf jeden Fall. 5-6 Minuten sind es auf jeden Fall. Der Abstand, vielleicht sind es sogar eher 7 bis 10 Minuten, wie bei den Pflanzen zum Beispiel. Wenn man Kräuter lootet, dann ist auch so ein ganzes Feld von Kräutern so nach 7 bis 10 Minuten ja wieder fit.
vielleicht ist das ja hier bei dem genauso. Und ich habe auch noch nicht festgestellt, ob das irgendwie eine spezielle, von einem speziellen Beruf die Essenz ist. Ob man das mit Luck, mit Glück vielleicht besser, vielleicht kriegt man mehr daraus. Oder vielleicht mit dem Töpfchen, wo man, wobei man benutzt ja kein Werkzeug, ne? Dass man mehr Loot rausbekommt. So, Alter, nu mach mal. Jetzt haben wir hier schön freies Feld. Das wäre doch jetzt ideal. Vielleicht muss ich mich mal ein bisschen verstecken. Vielleicht schämt er sich auch. Kann ja sein, ne? Der arme Hirsch. Und da ist es passiert. Und ist es passiert oder ist es nicht? Nein, das war wieder so eine Fake-Animation. Machen wir mal eben hier. Jetzt müssen wir aber hinterherbleiben. Das war jetzt gerade so ein angedeutetes von der Animation. Ich halte jetzt die ganze Zeit nur den Hirsch im Blick. Hoffentlich kriege ich jetzt mal eben hier nebenbei den Hund platt. Schön auf Entfernung. Immer noch den Hirsch im Blick behalten. Da war schon gerade so eine kleine Animation. Komm, Hund. Da passiert's wieder. Wieder gesammelt anscheinend die Essenz. Doch, da liegt's jetzt. Da liegt es jetzt. Jetzt müssen wir den Hund da in Ruhe lassen. Schnell hin. Und aufgesammelt. 4 Stück bekommen. Dafür hat er jetzt natürlich aber auch wirklich lange hier... lange gesammelt die Essenzen. Er ist ja einmal hier quer über den ganzen Acker gerannt. 4 Stück von den, da ist es, Quintessenz der Seelen. Richtig gut. Quintessenz der Seelen. Je nachdem, auf welchem Server ihr halt unterwegs seid, geht das Ding in die Hunderte. Ich habe gerade hier bei uns nochmal auf dem Server geschaut. Da liegt der Preis eher so bei 60 gerade herum. Also doch schon recht häufig sozusagen gelootet der Artikel. Beziehungsweise billig verkauft auf jeden Fall. Und hier haben wir schon direkt den nächsten. Das heißt, jetzt können wir hier beide vielleicht sogar schon im Blick behalten. Wo bin ich hier? Ich mach's mal eben auf der Map. In Brackwasser bin ich hier unten in diesem Bereich hier. Funkelsumpf, da sind auch die Hirsche, wenn ihr noch andere Hirschfundplätze habt. Und da glitzert es direkt wieder los. Dann einfach mal vielleicht auch unten in die Kommentare reinschreiben, falls ihr noch einen anderen Spot kennt, gerne mit reinschreiben. Und was natürlich auch spannend ist, ob ihr einen anderen oder wie viel ihr da rausbekommen habt aus den. Also bei mir war das höchste, glaube ich, bisher 4. Mehr Essenzen war es, glaube ich, nicht. Und die Preise sind vielleicht interessant. Welche Preise habt ihr so auf euren Servern? Und da werde ich gerade angegriffen. Das ist schlecht. Der hat es ja hier gerade schon. Der ist ja jetzt quasi kurz davor. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Gleich der Bär auch noch hier. Das ist ganz schlecht. Zu viel Action wollen wir nicht. Das wäre aber nicht verkehrt, wenn wir den hier auch noch direkt hinterher looten können. Der andere müsste ja theoretisch jetzt noch so auf Cooldown sein. Gerade in dem Bereich funkelt es jetzt hier natürlich sehr hart und sehr hell. Man sieht es ja kaum. Aber ihr seht, es ist halt schon ein bisschen tricky. Man braucht auf jeden Fall Geduld und natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Bereich hier, die Area, dafür ganz gut funktioniert. Und dann muss man schnell sein. Das heißt, wenn ihr hier auch mit mehreren Leuten unterwegs seid und dann den Hirschen nachstellt, dann wird es schon wirklich schwierig. War da gerade was? Ne, da war nix. Ja, und wenn das jetzt natürlich hier ins Wasser reinschmeißt, na, dann ist es natürlich auch schlecht. Also, schwierige Situation hier. Außerhalb deutlich angenehmer, kann ich euch sagen. Hier ist ja schon wieder alles voll mit irgendwelchen Gegnern. Also, ich werde es wieder außerhalb am Rand versuchen. Deutlich einfacher. Wenn ihr das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Frohes Farmen wünsche ich euch. Bis dahin.